Herzlich willkommen euren Freunde zu einem neuen Part zu Animal Crossing New Horizons. Ja, ich habe ja versprochen, wir gehen heute auf Schildkrötenjagd. Wir haben 23:50 Uhr. Oh Mann, ey, wieso habe ich das versprochen? Ich weiß es nicht. Ich war eigentlich schon im Bett, also ich liege eigentlich den ganzen Tag eh im Bett, ne? Wegen Corona und sowas, ne? Und aufnehmen tue ich eigentlich auch immer nur im Bett. Aber ich sitze heute tatsächlich das erste Mal, weil ich glaube, so bin ich wacher. Also so wirklich vielleicht etwas wacher. Aber ich bin, glaube ich, total müde. Und ja, ich lag gerade schon, wie gesagt, im Bett, ne? Hab auf der Switch noch ein paar Videos angesehen. Also im Handheld-Modus, ne? Zum Einschlafen. Und dann habe ich gesehen, Animal Crossing, war da nicht noch was? Ja, und jetzt bin ich hier, Leute. Jetzt bin ich hier. Und wir suchen die Schildkröte. Die soll im Fluss sein. Deswegen gehen wir einfach mal gucken. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut für die Nachbarn. Deswegen, ich weiß nämlich nicht, wie dick die Wand ist, ja. Das weiß ich einfach nicht. Finde ich auch ein bisschen ärgerlich, dass ich das nicht weiß. Ich habe paar, hier Dingsies mit. Wie nennt man's? Köder nennt man's. Und die Schildkröte soll ganz, ganz groß sein. Also riesig soll die sein. Also der Schatten. Und ich glaube, die ist nur hier oben. Ab dieser Höhe ist die. Und da wir, glaube ich, auf dieser Ebene keinen Fluss haben. Nee. Müssen wir nach oben. Und da dann herumlaufen. Herumlaufen. Ich habe mir außerdem noch Tipps geholt, wie man die Dinger... komm, geh weg. Wie man Bewohner ausziehen lässt. Man soll mit denen gar nicht mehr reden. Gar nicht mehr reden. Ja, wenn man dann zwischendurch mal mit dem geredet hat, dann ist schon meistens zu spät. Dann dauert es wieder ungefähr 10 Tage oder so. Ja, super. Habe ich das auch gelernt. Also nicht mehr mit den Bewohnern reden. Sonst bleiben die hier. Und das will ja keiner von uns, oder? Also ich will es nicht und... Ihr wollt das doch auch nicht, oder? Nee, ne? So, ich probiere jetzt hier einfach mal. Futter verschreuen. Komm, was Großes. Na, du bist leider nicht so groß. Aber ich nehme dich hier einfach mal mit. Oder ich nehme dich nicht mehr, weißt du. Wir brauchen nur das Große hier. Ich hoffe, die Köder reichen, weil ich habe nicht viele Köder. Na, sonst haben wir ein kleines Problem. Ich weiß auch nicht, wie selten das jetzt hier ist. Aber aktuell sieht es nicht ganz so gut aus. Komm, komm, komm. Gib mir doch jetzt hier was. Nee, du bist auch zu klein. Du bist auch zu klein, ey. Okay, ich denke, die Köder, die haben ausgeködert, ne? Wir haben zwar noch 3 Stück jetzt. Aber ich habe die Hoffnung schon wieder verloren. Wir werden es heute circa bis halb probieren. Bis halb eins. Ja, und dann gehe ich tatsächlich schlafen. Weil ich muss nämlich noch nachher raus. Also, was heißt nachher? Ich muss gleich noch runter und den Briefkasten mal leeren. Weil morgen könnte ein Paket kommen. Und wenn der Briefkasten dann voll ist, ne, dann ist das schon wieder ein bisschen cringy. Für mich zumindest. Ja, für mich. So. Ich habe mir nämlich ein Buch bestellt. Komme ich gerade auf den Namen? Warte, ich kann mal kurz in meinen Bestellungen nachgucken, ja? Das wird mir erlaubt sein. Ich habe mir bestellt bei Thalia unter anderem. Weil auf Thalia war das Buch 5 Euro günstiger. Da habe ich gedacht, komm, das mache ich. Das mache ich. Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Ja, das lese ich jetzt. Ich wurde geinfluenzert. Da hat nämlich jemand das Buch so ein bisschen vorgestellt. Und ich fand das recht interessant. Und ja, deswegen habe ich mir das jetzt mal besorgt. Ich wollte ja eh so eine Art Philosophenbuch irgendwie mal so lesen, ne? Was viele Philosophen gelesen haben. Und da war das halt dabei. Da dachte ich mir, komm, das schnappe ich mir einfach mal. Ne? So, okay. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Netflix für Bücher gibt.
Gibt es irgendwas Ähnliches für Bücher? Also ich weiß, dass es für die Switch was mit den Comics gibt, aber nicht mit Büchern. Also Hörbücher weiß ich auch, aber Hörbücher will ich eigentlich nicht. Ich will das schon selber lesen. Weil bei Hörbüchern habe ich meistens Angst, dass ich es dann nicht, dass ich es irgendwie nicht mehr weiß. Ne? Ja. Sonst, über was kann man sonst reden? Ah. Habe ich das eigentlich erzählt, dass ich hier gestern 30 Minuten stand und die Sterne so angeguckt habe und es kam nie eine Sternschnuppe, obwohl die Dingsi-Bumsi da war? Die Frau Euphemia. Das war schon. Ich fand das echt traurig tatsächlich, dass sie nicht gekommen sind. Mann, da habe ich so eine schöne Tapete bekommen. Mann, 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 Mann. Ach, du kannst weg. Oh Gott, ich hoffe, wir finden den noch. Am liebsten direkt. Damit ich schlafen gehen kann. Wecker ist auf 4 Uhr, damit ich den Briefkasten leere. Oder ich mach's gleich tatsächlich. Aber ich fühle mich immer so beobachtet, wenn ich dann so mitten in der Nacht dann runtergehe. Weißt, wisst ihr? Vorhin eine Familie ist dann immer noch wach. Da sieht man immer noch Licht durch dieses Guckloch-Ding. Das ist echt, ja, toll. Toll, toll, toll. Vielleicht gehe ich gleich auch nochmal unten zum Fluss. Weil ich weiß nicht, wie das gezählt wird, wenn man den Fluss hier per Hand baut. Ja, was? Ja, Essen, ne? Ich habe heute schön gegessen. Oh Gott, da war was dran, ne? Ach Mann. Habe ich nicht gesehen. I'm so sorry. So sorry. Okay, ich beobachte jetzt hier mehr. Also, ich habe heute. Was habe ich denn gegessen nochmal? Habe ich Pommes heute gegessen oder was gestern? Ne, ich habe heute Frikadellen gegessen. Stimmt. Die habe ich natürlich selbst gemacht, ne? Du kannst weg. Und gerade habe ich Pfannkuchen gemacht. Weil die Milch, die musste ja weg von gestern noch und so. Ja, das habe ich noch gemacht. Toll, oder? Ich finde das auch toll. Ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt hier noch 5 Minuten und sonst gehen wir runter. Runter, runter. Und ich gucke ja auch ein bisschen an die Bäume, an den Bäumen, ob hier irgendwo was ist. Aber ich sehe hier noch nichts. Ja, nach rechts lohnt sich jetzt gerade nicht hinzulaufen. Ah, was haben wir hier? Hier ist nichts. Mann, ey. Oh. Es ist morgen für den Freitag, ne? Oh ja, ich freue mich mittlerweile auf den Freitag immer. Es war leicht stressig, weil so viel zu tun ist. Morgen wollte ich auch unbedingt putzen. Putzen, putzen machen. Ich gucke irgendwie schon nur noch auf die Bäume und nicht mehr hier ins Wasser rein. Sollte ich vielleicht nicht machen. Weil Hauptziel ist ja jetzt diese Schildkröte, ey. Die Schildkröte. Über was habe ich gerade geredet? Oh Leute, ne? Ich bin so müde. Ich bin richtig müde. Morgen. Ach ja, Serien, ne? Kommt ja einerseits hier The Mandalorian. Das werde ich aber mal als letztes gucken, weil das ist eher so eine Serie. Da brauche ich sehr, sehr viel Konzentration. Weil da redet halt kaum jemand, ja. Da muss man wirklich die ganze Zeit da aufs Bild gucken. Kann man nicht mal eben so nebenbei irgendwas machen. Nee, nee. Dann auf jeden Fall noch Star Wars The Clone Wars. Beginnt ja jetzt die letzten 4 Folgen, glaube ich. Und das wird hart für mich, wirklich, weil ich bin ein riesiger Star Wars The Clone Wars Fan. Und Ahsoka ist für mich einfach die Beste. Die Beste, die es. Ja, ist mein Lieblingscharakter aus dem kompletten Universum. Auch wenn die noch nie im Film gespielt hat, außer jetzt im letzten, ja, da hört man ihre Stimme, aber das war's ja dann auch schon, ne? Und dann noch High School Musical, dann kommt auf
Netflix noch die neue Staffel von El Dragon, glaube ich, oder so. Irgendwie sowas raus. Das nimmt dann natürlich auch noch Zeit in Anspruch, aber die werde ich, glaube ich, morgen nicht schaffen. Denn ich wollte auf jeden Fall spülen, dann putzen. Ja, ich habe heute so viel Sauerei gemacht, Leute. Oh. Oh, ich hasse Spülen, Leute. Ich hasse es. Ich habe keine Spülmaschine. Ja, aber man kann halt damit leben, aber schön ist das nicht, wirklich nicht. Also wenn ihr keine Waschmaschinen habt. Genau. Wäsche waschen wollte ich auch einfach, aber ich bin so ängstlich, Leute. Leute. Ich mag es gar nicht. Also die sind ja alle nett, ne? Aber meine Nachbarn haben mir jetzt Geld geschenkt, ja? Und ich muss mich noch bedanken. Also das war erst gestern, ja? Deswegen denke ich, also für euch heute, ja, gestern, wir haben 0:01 Uhr, ja, gut, stimmt. Also am 16. April war es. Und da muss ich mich noch bedanken, das lag vor der Tür. Hallo Misu, hast du Tipps? Alle Achtung, Moritz, du bist recht emsig gewesen. Dein Haus weist jetzt gigantische Ausmaße auf. Okay, dann habe ich heute noch Sport gemacht. Das werde ich morgen wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich die komplette Wohnung aufräumen will. Weil ich ziehe nämlich bald um. Was viele nicht wissen. Denn ich ziehe mit meiner Freundin zusammen. Und ja, am Freitag oder Samstag schicke ich die Kündigung los. Per E-Mail, nee, per Post, ja. Und dann bin ich ja erstmal weg. Und habe dann erstens eine größere Wohnung. Und mein Freund ist dann aber, yeah, geil, ne? Ja, finde ich super. Finde ich super. Ne, das ist super. Und deswegen muss ich ab morgen putzen, weil es kann ja dann jederzeit sein, dass irgendwie Interessenten dann hier hinkommen und sich die Wohnung hier anschauen wollen. Was bist du denn? Was ist das denn? War das ein Bug? Ich weiß es nicht, aber ich will ihn haben. Habt ihr das auch gesehen? Wo ist es? Wo ist es hin? Da ist es. Ich hab's. Was ist das? Wasserläufer oder so? Eine Riesenwanze. Es ist nie gut, wenn ein Insekt Riesen im Namen trägt. Okay. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. So, mit der habe ich ja geredet, deswegen muss ich jetzt dreimal ihr auf den Kopf hauen, damit die das vergisst, dass ich mit ihr geredet habe, ja? Und dass sie abhaut. Irgendwann in der Zukunft. Und mit den Nashörnern spreche ich jetzt auch nicht mehr, Leute. Oh Mann, ey. Das ist echt gemein, wirklich. Viel Spaß. Ja, cool. Dann haben wir zumindest ein Tier gefunden, was komischerweise auf dem Wasser war. Weiß ich auch nicht warum. Hier. Was stimmt auch im Wasser, oder? Lol. Sehr, sehr seltsam. Oh. Oh. Ah, ist ja groß? Nee, ne? Ich glaube, das ist nur Mittelmaß. Oh Gott. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ah, wir haben's. Ja, eine Schnappschildkröte. Ob sie eingeschnappt ist? Oh, super, wir haben sie. Leute, wir haben sie schon. Oh mein Gott. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen happy. Aber ich hätte gern so ein Präparat von ihr. Vielleicht holen wir uns das noch. Weil ich fände das schon cool, wenn wir dann so unsere Hundehütte haben. Und dann daneben ist dann die Schildkröte. Also als unser Haustier, wisst ihr? Das finde ich ganz schön cool. Ja, cool. Haben wir eigentlich mein Ziel schon erreicht? Und zwar schon in den ersten 15 Minuten. Wow. Ich bin stolz. Ich bin tatsächlich stolz jetzt ein bisschen. Ja, wirklich. Wirklich, wirklich.
Ja. Dann gucken wir aber trotzdem noch lang. Okay, dann bleiben wir hier unten. Hier unten ist also die bessere Stelle. Sehr schön. Ach, ich bin so happy jetzt gerade. Bin wirklich happy, Leute. Am Anfang dachte ich mir, was habe ich denn da jetzt für einen Müllbeutel rausgezogen? Und dann war es tatsächlich die Schildkröte. Weil es sah echt komisch aus. Oh, Mann, ich bin jetzt happy. Ich bin echt gerade, ich bin wirklich fasziniert, dass ich es doch eigentlich so geschafft habe. Sehr gut. Und ich freue mich auf mein Buch, falls es morgen überhaupt kommt. Ne? Also Werktage, da stand Werktags, da stand 1 bis 3 Werktage ist es dann da. Also kann es vielleicht schon morgen da sein. Das ist noch eine Schildkröte, wäre cool. Ne, ein Barsch. Schade. Ich weiß auch nicht, wie selten so eine Schildkröte ist. Aber ich denke, so selten wird die doch nicht sein, oder? Die bringt nur 5000. Meine 5000 ist schon mehr als was anderes, ja. Aber trotzdem, ja. Ja, ich mache die Blumen hier kaputt, ist mir jetzt aber auch egal mittlerweile. Und so viele Blumen hier. Müsste ich eigentlich auch mal weiter züchten, aber ich warte, glaube ich, lieber auf den Regen. Weil jeden Tag diese Blumen da irgendwie da, ne, zu bewässern, das kostet einem 3000 Stunden Zeit, ey, vor allem dann die Blumen alle zu finden, die müsste man eigentlich mal irgendwo überall hin platzieren. Naja. Ich glaube, ich wüsste tatsächlich nichts mehr. Ist nicht schlimm, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir fangen jetzt noch diesen kleinen Fisch da. Und, oh, Komm her. Super. Komm, beiß an. Sehr gut. Ja, ich würde dann sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ne, ich bin müde. Ich weiß, ich kann jetzt auch noch wach bleiben und auf das neue Lied von Demi Lovato warten. Das kommt nämlich um 0.35 Uhr, kommen die 28 Minuten, schaffe ich auch noch. 27 Minuten. Gehen wir noch einmal hier entlang. Ja, ja. Oh, was hat er denn? Hey, Moritz. Ich glaube nicht, dass ich Shihiro jemals getroffen habe, aber ich komme mit jedem aus. Egal, ob sie gewöhnlich Nudelauflauf oder exquisite Soljanka bevorzugt. Okay. Ach ja, ich habe gestern. Habe ich heute gemacht, ne? Promis unter Palmen habe ich heute noch nachgeholt. Ne, gestern. Weil ich habe es einen Tag davor nicht geschafft. Ich habe diesen Spätten-Livestream von PietSmiet gesehen. Ah, nee, das war Dienstag. Gestern PietSmiet hier Brainduel. Das war cool. Da gab es einen riesigen Skandal wegen Fluffy. Und ich habe mich auch richtig aufgeregt, Alter. Ja. Genau. Und ich als Harry Potter-Fan weiß natürlich jede Antwort besser als der Moderator der Show, wisst ihr? Nein. Hab mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelanleitung gefunden. Hast du ein Glück, diese Flasche gefunden zu haben, Versuch's. Wird dir gefallen, holt die Kurbik. Paar Silberrüstungsschuhe. Oh, cool. Cool, woraus macht man die? Aus Eisen? Dann hätte man die auch Eisenrüstungsschuhe nennen können. Aus Eisen. Okay. Why not, ne? Why not? Ja, ich würde dann jetzt echt mal sagen, wir beenden den Part. Und ich schaue jetzt vielleicht noch eine Folge Lilo und Stitch an. Ja, und bin... wir könnten noch einmal hier die Palmen abgehen. Ob hier der Falter vielleicht dran ist. Das wäre auch mal eine Möglichkeit.
Wir gehen sie nur einmal ab. Weil dann mache ich ja echt Schluss. Schluss mit lustig. Heckmeck. Ne? Oh Mann, hier ist nichts. Ja, auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, wann dieser Part kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich hochladen werde oder erst nachher. Mit nachher meine ich so, wenn ich aufstehe. Kommt das als Frühprojekt, Alter. Aber jetzt will ich, glaube ich, die neue Folge aufnehmen, bevor ich dann das hier hochlade. Ja, ich glaube, so mache ich's. Ach, der ist ja klein. Das ist ja echt witzig. Oh, ich bin echt fertig mit meinen Nerven. Ich habe das Gefühl, ich bekomme vom Tee trinken irgendwie Kopfschmerzen. Aber nur abends. Ach nee, jetzt habe ich den verkackt. Und das heißt nicht, dass ich jetzt gerade Kopfschmerzen habe, Leute, ja? Danke. Danke. Mann, ey. Ich laufe hier die ganze Zeit schon dumm herum, ne? Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Du stellst, ne? Das war mir klar. Du bist nur wach, ne? Lass mal reingucken, ob dein Schlafanzug anhat. Was, oder war es das Nashorn? Wieso seid ihr hier zu zweit drin? Da habe ich euch, glaube ich, erwischt. Okay, ich gehe mal lieber schnell und lasse euch mal da in Ruhe treiben. Ja, dann würde ich mal sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, habe ich was vergessen? Bestimmt. Gute Nacht. Beziehungsweise guten Morgen für euch.